Die Frauen der SPÖ Steiermark luden im Zug des Wahlkampfs zur Landtagswahl zu einem ganz besonderen Frühstück. Schon jetzt wurde ein besonderes Ziel auf der Landesliste für die SPÖ erreicht. Die 40% Geschlechterquote konnte umgesetzt werden. Ja, es sind so viele Frauen auf den Regionalwahlkreislisten, auf der Landesliste wie noch nie zuvor. Also wir haben da einen absoluten Rekord geschafft. Wir haben das Reißverschlusssystem auch in die Realität umgesetzt. Und wir haben auf diese Art und Weise, vor allem weil wir die Kandidatinnen auch aufgerufen haben, sich auch einem Hearing zu stellen, ein ganz großes Potenzial entdecken können an großartigen Persönlichkeiten, die sehr viel für das Land einbringen können. So wurde die Diskussion unter den Steirerinnen angefacht und die Kandidatinnen zeigten sich engagiert. Es gibt unzählige Baustellen, an denen gearbeitet werden kann. In der Bildung gibt es viele Bereiche, in denen man anpacken könnte. Es gibt aber auch in allen anderen Bereichen Dinge, die wir in den nächsten 5 Jahren weiter vorantreiben müssen. Wir müssen hinkommen auf das leistbare Wohnen. Wir brauchen mehr Mobilitätsmöglichkeiten für die Jugendlichen, für die jungen Menschen. Wir brauchen jedenfalls die Unterstützung bei den Arbeitsplätzen. Also wir haben vieles vor, indem wir eine Liste im Vorfeld gemacht haben, wo Frauen und Männer gleichermaßen gut vertreten sind und auch damit im Landtag vertreten sein werden, haben wir mal ein gutes Potenzial, um die Dinge des Lebens ja, von männlicher und weiblicher Seite anzusehen. Und das sind nicht nur klassische Frauenthemen, ja, sondern da geht es auch um Raumordnung, da geht es auch um Infrastruktur in unserem Land. Und die großen Probleme sind die, die uns alle im Dasein betreffen. Ja. Die Motivation ist also groß und es werden Themen aus allen Bereichen deutlich angesprochen. So zeigen sich die Frauen der SPÖ Steiermark.